Am liebsten würde ich jetzt nochmal zuschlagen. Oh Mann. Was ist hier passiert? Letzten Abend ging sie Monster zum müssen sie gejagt haben. Monster. Monster my ass. Wie das? Was? Almosen für die Armen. Ich bin doch kein Lumpensammler. Ich habe die beste Kleidung an. Okay, nicht unbedingt die beste. So, klopfen. Jemand da? Verschwinde! Oder ich lass die Hunde los! Fetzer! Striegel! Bei Fuß! Schon gut. Ich bin wegen Fabian Meyer hier. Ich suche den Mörder. Ah, das ist dann wohl was anderes. Sitz! Dumme Tölen! Platz! Komm rein! Langsam! Sonst beißen sie! Niedliche Kerlchen. Wirklich niedlich, die Burschen. Spinnst du? Sogar mir machen sie Angst. Aber besser bellende Hunde als böse Männer auf der Schwelle. Dachtest du an jemand Bestimmtes? Natürlich. Um das Schwein, das Fabian getötet hat. Als sie seine Leiche abgeholt hatten, bin ich sofort zu einem Freund gelaufen, der Kampfhunde züchtet. Hab diese beiden Kollegen gekauft. Musste ganz schön was springen lassen. Aber wenigstens schlafe ich ruhig. Und du bist? Wer bist du denn eigentlich? Der Bruder des Verblichenen. Gus heiße ich. Wir hatten zusammen eine Werkstatt. Meier und Meier. Und jetzt heißt sie nur Meier? Nein, Mann. Ich mach sie dicht. Sobald ich einen Käufer für die Hütte finde, gehe ich zurück nach Mahakam. Und zu meiner Familie. Oder was davon noch übrig ist. Also, was willst du wissen? Was kann ich dir über Fabian sagen? Was weißt du über den Mord? Sag mir, was du über den Mord weißt. Ausführlich und in der richtigen Reihenfolge. Es war so. Ich kam aus Ochsenfurt zurück und sah eine Rauchwolke über der Stadt. Ich dachte schon, Mist, ich verpasse, wie sie eine Hexe verbrennen. Aber der Rauch kam nicht vom Platz des Hierarchen, sondern von hier. Siehst du die Rußflecken? Da sind unsere Skulpturen verbrannt. Die Leute versammelten sich um das Feuer und fanden Fabian hier daneben. Als ich eintraf, hatten sie ihn schon auf einen Wagen geladen. Hast du mit den Nachbarn gesprochen? Haben die was Verdächtiges gesehen oder gehört? Angeblich nicht. Aber selbst wenn, sie hätten nicht geholfen. Die Novigrader machen selbst um blutende Waisenkinder einen großen Bogen, damit die Schnabelschuhe sauber bleiben. Was soll sie da ein Zwerg scheren? Hatte dein Bruder Feinde? Mochte ihn jemand nicht? Wurde er vielleicht bedroht? Nein, eigentlich war es Fabian, der so einem Mädel einmal gedroht hat. Er war ein guter Zwerg und ein hervorragender Handwerker. Aber auch ein unverbesserlicher Hurenbock. Wann immer wir etwas Geld hatten, ich wollte davon Werkzeug und gutes Holz kaufen, aber er schnappte sich immer die Börse und ging zu den Huren. Auf eine hatte er es besonders abgesehen. Er setzte ihr zu, rief, es ist alles deine Schuld, du Menschenschlampe, und warf ihr noch andere Obszönitäten an den Kopf. Ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht war er in sie verliebt. Weißt du, wo ich sie finde, diese Schlampe? Stadtfriedhof. Die ist vor ein paar Tagen gestorben. Einfach so im Schlaf. Ein Fieber, hat ihr Zuhälter gesagt. Okay, wir haben genug geredet. Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Wenn die Hunde mir blöd kommen, mach ich denen was. Blutflecken. Hier wurde Fabian gefunden. Statuen der alten Götter. Nur Frauen. Von der kurvigen Sorte. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. So. Darf ich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit sie Fabian gefunden haben.
Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Ich hab da so ein ganz mieses Gefühl. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Noch mehr Blutflecken. Aber nicht so viele, als dass er daran verblutet wäre. Außer jemand hat das Blut weggewischt und nur ein paar Flecken zurückgelassen. Formaldehyd ist das wahrscheinlich. Formaldehyd. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Die Möbel wurden umgeworfen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. Daher kam auch die Wunde an seinem Fuß. Predigt eines besorgten Bürgers. Ja, komm. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer sowohl ein Segen als auch ein Fluch ist. Feuer kann mit seinen Flammen wärmen. Feuer kann unsere Nahrung zubereiten. Feuer kann die Schrecken der Nacht vertreiben. Doch Feuer kann auch versengen, verbrennen, verzehren. Deshalb müssen wir mit dem ewigen Feuer und seinen Geboten in Harmonie leben. Wer seine Lektionen nicht befolgt, wer sie ignoriert, wer sich darüber lustig macht, soll sein Leben in seinen Flammen verlieren. Nehmt euch meinen Rat zu Herzen, gute Menschen, oder ihr werdet mit den Konsequenzen eurer Taten leben müssen. Ein besorgter Bürger. Okay. Gucken wir nochmal in die Gasse von Priscilla. Das geht ja nur nicht so. Da wurde sie... Ja, das ist wirklich kaum mehr entfernt. Hey Hexer, der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Mach ich, mein Freund. Allerdings werde ich mir erstmal den Angriffspunkt... Pass auf, Penner. Novigrad ist nicht dein Revier. Lispelotte. So. Oh oh. Eine Feuerschale. Zu dieser Jahreszeit. Der Fußabdruck eines Mannes. Vielleicht des Mörders. Woher soll ich das Schlaggewicht wissen? Auf der Ferse. Beobachtet ihn. Er hat Wir werden sehen, nach was er macht. Gemacht. Wollt ihr mich verarschen? Du bist so gut wie tot! Du wirst es nie lernen. Bam, bam, bam. Versuch's doch, du Schwanz! Ja, hier, wie mich. Willst du das haben? Hier. Darf's noch einer sein, du? Der du da durch die Wand backst. Noch eine, da und da. Ich hab noch ein bisschen was für dich. Du meinst wohl, du kannst mich auch aufschlitzen, was? Schieb sie in den Arsch, du Irrer! Huren können auch kämpfen! Ha! Ganz ruhig, ich tu dir nichts. Was machst du hier? Rache üben? Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla. Fast hätte er sie erledigt, der Hundesohn. Ich weiß, ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen können. Ich kann dir nicht groß helfen, fürchte ich. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Du und Priscilla seid Freunde? Du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein. Aber sie hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen. Als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders. Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Lispelotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Na, der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Das tut mir leid. Es könnte auch schlimmer sein. Das sag ich mir jedenfalls. War nicht das einzige Opfer, das weißt du, oder? Priscilla war nicht das einzige Opfer. Ist dir das klar? Mein Lieber, natürlich ist es das. Dies hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf? Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen.
Glatze, Locke, Backe, so wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Okay. Pass auf dich auf. Ich muss mich noch etwas umsehen. Wäre nett, wenn ihr mich nicht stört. Versteht sich. Wir halten uns zurück. Aber wenn du hier noch etwas findest, sag es uns. Hauptsache erstmal angreifen. Mir dröhnt der Schädel. Selber schuld. Schrecklich blass. Mensch, hast du Angst? Der Mörder ist geflohen, bevor die Wachen kamen. Hier entlang. Menschlich. Von Priscilla. Okay. Eines besorgten Bürgers. Vergesst nicht, liebe Leute, das Licht, das vom Feuer ausgeht, jegliche Dunkelheit vertreibt, jede Lüge aufdeckt, jede wertlose und verdorbene Seele enthüllt. Nicht einmal Doppler, die ihre Gestalt wechseln, können sich vor seinem Licht verstecken. Auch nicht Hexen und Zauberinnen, die die Bevölkerung mit Leichtigkeit an der Nase herumführen. Und auch nicht die freizügigen Frauen, die den Männern des Nachts auf der Straße mit ihren Reizen den Kopf verdrehen. Entsagt der trügerischen und unmoralischen Magie, bedeckt sittsam eure Leiber und hegt keine unsauberen Gedanken. Dann wird euch das ewige Feuer alle Monster und Sünder aufzeigen oder euch ebenfalls in seinen Flammen verzehren. Ein besorgter Bürger. Hier enden die Spuren. Seltsam. Diese Mauer würde nicht mal ich schaffen. Kann man die vielleicht... Nein, kann man nicht. Tja. Formaldehyd. Eine Feuerschale. Zu dieser Jahreszeit. Da unten. Da. Den Geruch kenne ich. Formaldehyd. Ja. Formaldehyd. Kerker nehme ich hier ein. Hey, ich fasse es nicht. Da versucht man einfach nur Detektiv zu spielen. Oh Gott, ich brenne. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Ja, nee, ist klar. Das sage ich mir auch immer. Was ist nochmal mit diesem Schwein? Du siehst mir äußerst verdächtig aus. Und das Schwein und alle herab! Ich dachte schon, ich hätte das Schwein gerade gekillt. Das wär's noch, durch einen Sprung ein Schwein killen. Oh wie. Mann, von... Im Leben muss man was riskieren. Ja, du mich auch. Ich hab dich im Blick. Willkommen, Meister Hexer. Dankeschön mal, einer, der mich nett begrüßt. Geralt, nicht? Gut, dass du hier bist. Ich habe mit der Autopsie auf dich gewartet. Nett von dir. Von meinem letzten Besuch warst du ja nicht begeistert. Weil du unangekündigt und in unpassender Gesellschaft aufgetaucht bist. Außerdem war Hochwürden Nathaniel im Anmarsch. Unser Geistlicher hat die Stadt in einer wichtigen Angelegenheit verlassen. Und ich weiß, wer du bist und was dich antreibt. Ich helfe sehr gerne bei deinen Nachforschungen. Du und von Graz, ihr mögt euch nicht. Warum nicht? Übrigens, du und von Graz mögt euch nicht besonders. Wie kommt das? Ich habe dafür gesorgt, dass er ins Gefängnis kam. Weißt du, Joachim hat die Studentenproteste von 1242 angeführt. Eine sinnlose, brutale Revolte. Es sind Leute gestorben, Hexer. Wer Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ablehnte, lag morgens im Rinnstein. Die Kehle mit klinischer Präzision aufgeschlitzt. Joachim war mein Lieblingsstudent, aber ich musste doch etwas unternehmen. Also zeigte ich ihn an. Dann verließ ich die Universität und nahm die Stelle in der Leichenhalle an. Dort kümmert meine Vergangenheit keinen. Joachim hingegen, die Ironie des Schicksals. Jahre später wurde er Leiter der Station, die ich gegründet hatte. Okay. Du wirkst ein bisschen jung, um von Graz Lehrer zu sein. Du hast dich für das kleinere Übel entschieden, nicht einfach. Wie alt ist von Graz? 50? 60? 53, glaube ich.
Warum fragst du? Du siehst reichlich jung aus, um sein Lehrer gewesen zu sein. Kein Wunder. Ich lebe seit Jahren im Kalten und Dunklen und atme Balsamierungsdämpfe ein. Die Arbeit mit Leichen verlängert das Leben. Amüsant, nicht?